Hallo zusammen, salve a tutti. Mein Name ist Christian Schlegel, es ist 18.28 Uhr und vor euch liegt der Chart vom MDAX. Und zwar auf Wochensicht eine Kerze, eine Woche. Heute ist mal wieder MDAX-Zeit. Habe ich jetzt auch schon ein paar Tage nicht mehr drauf geschaut, muss aber gemacht werden. Nicht immer nur die großen Indizes, die kleinen, die haben auch echt ihren Charme. Mit diesem Bild wollte ich jetzt mal zeigen, wo wir uns eigentlich befunden haben. Wir waren so rund bei dem Kursniveau von 2016. Manche Aktien, wie zum Beispiel Daimler, haben diese Woche ja schon praktisch die ganze Dekade zunichte gemacht. BASF auch. Also wer die vor 10 Jahren gekauft hat, der hat vielleicht ein bisschen Dividende bekommen, aber ansonsten hat er wenig Spaß damit gehabt. Ja. Und wir sind halt hier mit dem Index, waren wir runter so bis 17.400 rum. Das war halt das Niveau von 2016. So, bleiben wir gleich bei der wöchentlichen Technik. 200-Wochen-Linie ist klar durchbrochen. Hier ist jetzt dieser Widerstandsbereich bei 24.500 und jetzt ziehe ich doch mal meine Brille auf. Die Bänder gehen nach wie vor auf Wochensicht auf, muss aber auch. Wir sind ja fett außerhalb der Bänder. Die haben überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie zusammenzugehen. Keine Chance. Und es kann auch nicht, dass der Bewegung entgegengesetzte Band auf Wochensicht die Richtung wechseln. Das geht einfach nicht. Mathematisch unmöglich. MACD weiter negativ. Stochastik dreht leicht. Dieses Ding hier gucke ich mir nicht an, interessiert mich nicht. Habe ich jetzt schon oft genug gesagt, es muss über 20 gehen, aber wie gesagt, das ist hier ein Wochenchart. Gucken wir mal in den Tag rein, denn das ist schon super, super interessant, was der MDAX hier macht. Also gibt es ja manche Werte, die sind 30-40% pro Tag hoch oder runter, ist schon sensationell. Hier ist jetzt der Tageschart. Wir haben also ganz klar hier oben von der fast 30.000, 29.400 sind wir jetzt fett runter eben auf dieses Niveau von 2016. Wir machen einen Bounceback und hier machen die Bänder halt schon was anderes. Dafür habt ihr diese Grids. Also ungefähr hier hat es dann gehalten. Das heißt, zwischen hier und hier musste man, war man den Chart, diese Shorts zumachen, weil die Richtung geändert hat. Das ist das Erste. Das finde ich zumindest stabilisierend, leicht positiv. Wir sind positiv über das MACD moderne Sichtweise, werden erst noch über die antiquierte traditionelle Sichtweise, sind positiv über die Stochastik, wir sind über 30, wir sind oder fast 30, wir haben die 20 überboten, das Ding ist positiv, wir sind über der 10-Tage-Linie. Wenn ich jetzt mal Corona außen vor lasse, würde ich sagen, wir gehen mindestens bis zur 20-Tage-Linie, Mitte der Bänder. Die ist momentan bei 22.424, verliert jeden Tag rund 400 Punkte. Also morgen am Mittwoch, ist morgen Mittwoch? Ja, ne? Sind wir bei 22.024 und dann am Donnerstag bei 21.624. Jetzt legen Sie mich nicht auf den Punkt fest, aber wir sind dann ungefähr hier. Ich glaube nicht, dass der Markt es schafft, innerhalb von 2 Tagen sich mit der 20-Tage-Linie da zu kuscheln. Das glaube ich nicht. Aber Freitag oder Montag kann ich mir das sehr gut vorstellen. Dann sind wir nämlich hier bei 22.000, 21.6, 21.2, bei 20.800. Und das ist nicht viel. Da sind wir dann ungefähr hier. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die sich am Montag spätestens da treffen. Jetzt ist es natürlich so, ich habe das auch in den ganzen vorangegangenen Filmen gesagt, die Technik ist zwar da und ja, es gibt auch Algos und was auch immer und die handeln alle, klar. Die Bewegungen sind abartig, also heute zum Beispiel, ich bleibe mal bei Daimler, 25% in Daimler, das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber eine bösartige Nachricht und das Ding klappt ihn hier zusammen. Also das ist jetzt nichts hier mit nochmal Hausbeleihen und Longgehen, das können sie nicht machen. Und ich empfehle auch jedem, wenn er fett vorne liegt, wie zum Beispiel, das ist jetzt heute im MDAX nicht ganz so sehr passiert, aber im MDAX da doch schon mehrere Punkte hoch, Prozentpunkte hoch, ziehen Sie einen Stop nach. Und über Nacht würde ich zumindest immer mal Teile weggeben. Deswegen, ich muss Ihnen jetzt auch was erzählen zu den Scheinen. Ich habe hier die Scheine. Ich muss mir jetzt die Frage stellen, wenn ich wirklich der Meinung bin, dass der Freund hier hochgeht zur 20-Tage-Linie, setze ich allen Ernstes meinen K.O. hier drunter. Das wäre dann so 17.000, also der Tiefskurs hier ist 17.700. Ich finde, das ist zu weit weg, wenn wirklich was Böses passiert. Das sind fast 2.000 Punkte. Das kostet richtig Kohle. Fände ich nicht so toll. Deswegen, ich versuche über ein Ändern der Zeiteinheit und ich gehe runter vom Tag auf die 4 Stunden und da sind wir, versuche ich festzustellen, ob ich
irgendwas Trendmäßiges da erkennen kann. Und hier ist es so, wir sind hochgegangen, das ist das Low. Wir haben einen Zwischenhoch gemacht, sind kurz runter und das letzte Zwischenhoch wurde auch schon leicht überboten. Ich hätte durchaus den Mut, meinen Stop hier drunter zu legen und spare mir dadurch ungefähr 1000 Punkte. Das ist jetzt hier 18.500. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen drunter gehen mit dem K.O. Und ich habe mich für den hier entschieden, das ist ein 18.400er. 18.401, das ist ein 13er Hebel von Goldman. Das ist die GC0T8M. GC0T8M. Dadurch habe ich mir 1000 Euro gespart. Wenn jetzt wirklich irgendwas ganz Fieses passiert, dann knallt das Ding, werde ich halt hier ausgebremst. Ja? Und nicht erst hier unten. Spart Geld, sagen wir es mal so. Ich kann das noch übertreiben. Naja, übertreiben, also Feintune über die Stunde. Dann könnte ich vielleicht sogar noch dieses Zwischenort. Nee, ich fühle mich damit wohl. Das ist in Ordnung. Das ist fein. Ich will nicht näher dran gehen. Gerade beim MDAX, so gern ich ihn mag. Der ist schon schwierig mal zu handeln. Gucken wir mal nach einem Put. Ist nicht meine präferierte Richtung. Ich glaube halt, dass wir hier oben sind. Das heißt, ich muss den über die 20-Tage-Linie legen, über 22.424. Jetzt habe ich gesagt, dass morgen wird schon die 20-Tage-Linie bei ungefähr 22.024 liegen. Deswegen reicht mir der hier. Der ist okay, 22.382 sind wir momentan leicht unter, aber morgen deutlich hinter der 20-Tage-Linie. Das ist die GZ0ES0. GC0ES0. Wie gesagt, 22.382. Die Bewegungen sind so stark, dass man innerhalb von einer halben Stunde bei manchen Werten die Bewegung hat, die man sonst vor einem Dreivierteljahr hat oder warten muss. Bleiben sie trotzdem klein, weil sie werden, wenn sie richtig liegen, auch mit den kleinen Positionen richtig gut belohnt. Ansonsten Kopf hoch, happy trading, fette Beute und bleibt gesund. Bye bye.